Also dann im Rahmen unseres Projekts die Frage, was macht denn euch richtig stolz? Was macht Sie richtig stolz in Ihrem Leben? Worauf seid ihr so richtig stolz? Auf was bist du richtig stolz im Leben? Ja, als wir uns so Gedanken gemacht haben über das Projekt oder ja, Hashtag richtig stolz sein, haben wir auch ziemlich lange gebraucht und halt ziemlich lange überlegt und dann dachten wir uns so, hey, okay, fragen wir doch einfach mal andere Leute. Also der Sinn hinter unserem Projekt war eigentlich, dass wir die Menschen auf der Straße ansprechen und einfach mal fragen, was sie denn wirklich stolz macht. Weil wie oft denkt man denn drüber nach, was einen richtig stolz macht? Und ich finde, es ist aber wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält und weiß, was einen stolz macht, weil das ja auch einen tagtäglich motiviert. Ja, zum einen waren wir gleich mal bei Kronach Leuchtet vertreten und auch im Fritz in Kulmbach. Und es war wirklich erstaunlich, wie einfach es war, eigentlich die Leute zu motivieren, dann mit uns zu sprechen und zu sagen, was sie wirklich richtig stolz macht im Leben. Es war gleich von vornherein ein großer Zuspruch von den Leuten da und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Weil ich gesund bin und Freude im Leben und so weiter. Ich bin sehr zufrieden, weil ich aber so einen netten Mensch kennengelernt habe. Dankeschön. Richtig stolz machen mich meine Enkelkinder. Eine habe ich dabei und der Kleine ist 2. Richtig stolz im Leben macht mich meine Familie, meine Freunde, vor allem auch meine Freundin. Allgemein Menschen, die immer für mich da sind in meinem Umfeld, weil ich finde, das ist das wichtigste Fundament, dass man immer jemanden hat, der einem halt den Rücken stärkt. Also mich macht ganz stolz mein Freund, der Jakob. Oh. Ja, dass ich den gefunden habe und dass wir so gut zusammenpassen. Das ist ganz einfach, mein Sohn. Ich bin stolz auf meine Ausbildung als Bankkauffrau. Ich denke mal, das ist jetzt hier passend. Was mich so richtig stolz macht im Leben, ist Fußball, also allgemein Sport. Mich macht so richtig stolz, ein Teil der Sparkasse sein zu dürfen, weil wir ein sehr innovatives Unternehmen sind und gerade in meinem Ausbildungsberuf ist es sehr hilfreich und wichtig. Außerdem wird man öfters mal ins kalte Wasser geschmissen und das hilft einem einfach auch, über sich hinaus zu wachsen. Und das habe ich jetzt in dem Jahr auch schon gemerkt, dass man sich schnell weiterentwickelt. Dass wir noch gesund sind, dass wir seit vielen Jahren glücklich zusammen leben. Also ich bin stolz darauf, Franke zu sein. Also eigentlich macht mir eigentlich stolz einfach die Arbeit. Richtig stolz macht mich meine Familie, insbesondere mein kleiner Sohn. Also mich macht stolz, dass wir in der Ausbildung durch die ganzen Azubi-Projekte und auch durch den innerbetrieblichen Unterricht, den wir hier im Betrieb haben, einfach viel mehr miteinander zu tun haben und die Azubis ein richtiges Team werden. Und persönlich macht mich stolz, dass meine Eltern mich bei allem, was ich mache, unterstützen und auch mit einem guten Rat zur Seite stehen, wenn ich gerade nicht weiter weiß. Dass wir viele schöne Arbeitsjahre hatten, dass unsere Arbeit uns ausgefüllt hat. Das stimmt, das ist wahr. Und dann sind wir sehr glücklich, dass wir heute diese Veranstaltung besuchen dürfen. Dass wir Senioren sind und heute unser Seniorendasein genießen aus vollen Zügen. Also ich bin auf meinen Heimatverein, die DJK von Neufang, stolz. Auf unsere 6 Enkel, die leider nicht in Kulmbach leben, sondern im Münchner Raum. Und wir uns jedes Mal freuen, wenn die zu uns kommen. Dass es Wölfe gibt. Also mich macht richtig stolz, dass ich die erste auszubildende Mediengestalterin bin in der Sparkasse. Ich bin verdammt stolz auf meinen fränkischen Dialekt. Erstens meine 5 Kinder und zweitens einen richtigen Mann finden zu haben. Ganz stolz im Leben macht mich, dass ich den besten Mann auf der Welt in 2 Wochen heiraten darf. Ja, wenn man beispielsweise einen Sieg im Fußball oder in einem Sport, eben, den man betreibt, nach Hause bringt. In meinem Leben macht mich richtig stolz, dass ich 2 ganz tolle Mädchen habe, die Sarah und die Eva. Und einfach, dass ich zufrieden mit mir selbst bin und das Gefühl habe, da zu sein, wo ich auch gerne sein möchte. In der Ausbildung macht mich besonders stolz, dass einem wirklich viel Verantwortung überlassen wird, dass man selbstständig das meiste übernehmen kann, dass einem auch wirklich was zugetraut wird. Und ich bin stolz drauf, dass wir so in unserem Alter noch zu zweit sind. Das ist bemerkenswert. Also wenn auch nicht jeder Tag gleich ist, aber ist so. Ja, oder wenn man einfach persönliche Ziele, die man sich selbst so setzt, erreicht, das macht einen schon stolz. Persönlich macht mich stolz, dass ich so tolle Geschwister habe und so eine tolle Familie.
und natürlich auch meine Freunde. Ich bin einfach froh, solche Menschen in meinem Leben zu haben und diese kennen zu dürfen. Dass ich die besten Erzieher der Welt habe. Oh, das ist schön. Ja, unsere Aktion hat wirklich total Spaß gemacht. Wir haben viele nette Menschen kennengelernt. Wir haben viel über die Leute erfahren. Und man soll sich auch immer wieder vor Augen rufen, worauf man jetzt überhaupt stolz ist im Leben, was man schon alles erreicht hat. Weil das sind ja wirklich wichtige Dinge und die kann einem im Endeffekt niemand mehr wegnehmen.